Wer ist eigentlich dieser verdammte Hank Smatter? Ja, ich höre euch. Ja, ich kann euch hören. Ich glaube, ich weiß, wo er ist. Moin, moin, liebe Frittenfreunde. Falls ihr es nicht bemerkt habt, das gerade der Superdetektiv, das war ich. Und ich bin die Kadi und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Denn heute gibt es ja hier was ganz Besonderes bei uns auf dem YouTube-Kanal, auf dem Mario-Tube-Kanal. Wir haben ein Gewinnspiel für euch, ja. Und nicht ohne Grund habe ich mich gerade auf die Suche nach Hank Smatter gemacht, denn der ist Dreh- und Angelpunkt dieses Gewinnspiels. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber auf unserem Blog www.spielfritte.de/Werbung, da gibt es ein Format, das heißt Frittenplausch. Dort interviewen wir ganz verschiedene Menschen aus der Brettspielszene und letztens war auch der Florian dabei. Florian Haki nämlich. Der hat Spiele gemacht, aber der hat auch dieses Buch geschrieben und das ist Hank Smatter Privatdetektiv und zwar ein Spielbuch. Ich weiß nicht, ob ihr das von früher vielleicht noch kennt. Ihr geht in eine Geschichte, lest das und irgendwann kommt ihr an eine Weggabelung und wenn ihr nach links gehen möchtet, müsst ihr auf Seite 14 weiterlesen. Wenn ihr nach rechts gehen möchtet, müsst ihr auf Seite 20 weiterlesen. Und so schlängelt sich die Geschichte dann durch das Buch und immer wieder werdet ihr vor Entscheidungen gestellt, die ihr treffen müsst und ihr entscheidet selbst, wie die Geschichte des Protagonisten in dem Buch weitergeht. Und so ist es auch hier bei Hank Smatter. Das Ganze spielt 1947 in Los Angeles. Und ja, Hank Smatter kriegt einen Auftrag. Der ist Privatdetektiv, wie vielleicht der Name schon verrät. Und jemand ist nämlich vermisst. Viel mehr kann man zu der Geschichte gar nicht sagen, denn ihr müsst ja selbst herausfinden, was passiert ist. Und ihr müsst jede Entscheidung so treffen, wie sie euch richtig erscheint. Das Einzige, was ihr zum Spielen noch braucht, ist ein Stift. Und dann kann es auch schon losgehen. Bisschen Licht und vielleicht eure Lesebrille noch, je nachdem, ob ihr sowas braucht oder nicht. Und dann könnt ihr mit Hank Smatter in ein Abenteuer starten. Das ist die zweite Auflage von dem Buch. Davon gibt es 200 Stück und der Florian hat uns freundlicherweise 3 Stück geschickt. Eins behalte ich, aber ich habe noch 2 übrig. Und da dachte ich mir, wer, wenn nicht ihr, ihr gierigen Frittenfreunde, habt Bock auf genau sowas, nämlich auf ein Spielbuch. Und deswegen freue ich mich, verkünden zu dürfen, dass diese beiden Spielbücher hier an euch gehen können. Und zwar, wenn ihr die folgende Frage beantwortet. An welchem Datum war der Frittenplausch mit Florian Racki auf unserem Blog? Das kriegt ihr doch bestimmt locker hin, oder? Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, schickt ihr einfach die richtige Lösung an gewinnspiel@spielfritte.de. Ich schreibe die E-Mail-Adresse auch nochmal unten in die Videobeschreibung. Einfach eine Mail mit dem Betreff, wie es euch gefällt, mir egal. Gewinnspiel oder die Fritte ist die beste oder ich habe die Fritte lieb oder sonst irgendwas. Und in die E-Mail selbst schreibt ihr bitte das gesuchte Datum. Das findet ihr auf unserer Webseite www.spielfritte.de. Ihr müsst uns nicht eure Adresse schicken. Wir werden euch kontaktieren, falls ihr gewonnen habt. Denn aus allen richtigen Zusendungen werden wir per Zufallsgenerator, wie ihr das vielleicht schon kennt, 2 glückliche Menschen auswählen, die jeweils ein Buch gewinnen. Und vielleicht, wenn ihr lieb seid, kommt noch ein bisschen Fritten-Merch mit ins Paket und das schicken wir euch dann. Und damit wir es euch schicken, werden wir separat nochmal nach eurer Adresse fragen, falls ihr gewonnen habt. Dieses Gewinnspiel steht in keinerlei Verbindung zu Instagram, YouTube, Facebook, sonst irgendwas, sondern ist einfach nur, weil der Florian uns freundlicherweise die Bücher kostenfrei zur Verfügung gestellt hat und wir uns freuen, wenn ihr euch freut. Wenn die Müllabfuhr vorbeifährt. Ich habe hiervon die erste Auflage übrigens schon letztes Jahr gespielt, im Sommer, schön mit der Picknickdecke draußen auf der Wiese. Und ich habe viele Stunden hiermit verbracht. Ich bin sehr oft gescheitert, aber ich habe immer wieder von vorne angefangen und habe einen anderen Weg gesucht. Und mir hat es echt Spaß gemacht. Es gibt einige Entscheidungen, die Hank treffen muss. Treffen. Hank treffen. Ich würde auf übelste Art das errollen. Übrigens für die Neugierigen von euch noch, das sind 160 Seiten und es gibt 400 Textabschnitte quasi. Das heißt, es gibt sehr, sehr viel zu erkunden. Die sind auch kurz in den meisten Fällen, das heißt, es ist ruckzuck gelesen und es fühlt sich nicht irgendwie so an, als würde man super viel Text erfassen müssen, um irgendwie weiterzukommen. Im Gegenteil, teilweise sind es nur 3-4 Sätze und dann geht es schon weiter, entweder zu einer Entscheidung oder zu einem anderen Punkt. Und dadurch ist man auch viel damit beschäftigt, durch das Buch irgendwie zu schnappen und die richtige Zahl zu suchen und dort weiterzulesen. Aber
es kann halt auch sein, dass ihr einfach mal schön in den Haufen tretet und von vorne anfangen müsst. Das gehört dazu. So ist es ja auch im Leben. Wer falsche Entscheidungen trifft, muss sie halt auch ausbaden. Und das hier bei Hank's Matter von Florian Racki genauso. Jetzt habe ich genug geredet. Schreibt uns schnell eine E-Mail mit dem richtigen Datum vom Frittenplausch von Florian auf www.spielfritte.de, Hashtag Werbung. Und ja, ich drücke euch allen die Daumen. Das Gewinnspiel läuft eine Woche ab heute. Und den Gewinner werdet ihr dann in einer Woche auf www.spielfritte.de, Hashtag Werbung, sehen. Und wenn ihr selbst gewonnen habt, dann werden wir euch per E-Mail kontaktieren. Die Teilnahmebedingungen packe ich euch auch noch in die Videobeschreibung, damit ihr wisst, worauf ihr euch einlasst. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Friday heute. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns einen Daumen nach oben da lasst und unseren Kanal abonniert, damit ihr nichts mehr verpasst. Denn es ist natürlich jeden Freitag Friday, zumindest fast. Und jeden Freitag gibt es ein neues Video von uns und das solltet ihr nicht verpassen. So, alles Liebe für euch, einen schönen Tag und bis bald. Danke fürs Zuschauen und tschüss.